Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier bei mir auf dem Kanal. Ich bin Maike Ruven-Dietrich, freue mich, dass du dabei bist. Ja, ich mache das Ganze seit über 18 Jahren professionell in der siebten Generation meiner Familie als Wahrsager, Medium und Astrologe und natürlich auch als Energiearbeiter, denn wir haben ja auch eine einzigartige Energiearbeit, die seit über 190 Jahren bei uns in der Familie weitergegeben wird. Gesamt schauen wir auf eine Tradition von über 200 Jahren zurück und freue mich, dass ich euch hier bereichern darf. Schön, dass du zu mir gefunden hast. Schön, dass du eingeschalten hast. Wenn du neu bist, sei herzlich willkommen. Ich freue mich über dein Abonnement. Und wir schauen auch mal ganz direkt hier hinein. Und zwar, was denn das Thema überhaupt ist. Der Ozean, Ebbe und Flut. Ja, sitz mal am Strand und warte auf die letzte Welle. Das kann ein bisschen dauern. Also hier ist es wirklich so, dass es um ein Nehmen und ein Geben geht, aber auch natürlich um das Auf und Ab, was du vielleicht jetzt gerade in deiner Partnerschaft erlebst. Ja. Und die Wolken kommen mit dazu, die eben das Ganze auch immer mal wieder so ein bisschen in die Verunsicherung treiben. Ja, also das muss man also sagen, ja. Das ist wirklich so, ja. Die Form eben zu wandeln, dass man da jetzt aufhört, eben Ebbe und Flut hin und her on off zu sein, sondern hier, wie es hier auch steht, Shapeshifting, dass man wirklich der Formwandler ist, ja, so kann man das vielleicht ganz gut übersetzen und dass man da dann wirklich auch entsprechend hinkommt, nämlich in die Musik, in die Harmonie. So sagen es erstmal hier die Themenkarten. Also es geht darum, aus einem On-Off eine neue Form zu gewinnen, die dann auch schlicht und ergreifend Harmonie lautet. Das finde ich doch schon mal sehr schön. Tun wir mal hier auf die Seite. Wir wollen heute wieder einen Vergleich legen. Wir werden Tarot legen. Lenormand und Kipper, schauen wir mal, was wir brauchen. Ich würde erstmal gerne eine 7er Reihe Tarot machen, wie ich das eigentlich immer mache, um nochmal auf dieses Thema hier mit einzugehen. Jetzt gucken wir erstmal ins Tarot. Natürlich kannst du dich gerne von mir persönlich beraten lassen. Das ist ein allgemeines Orakel. Das muss ich nochmal dazu sagen. Ein allgemeines Orakel, was natürlich bedeutet, dass nicht jeder da damit in Resonanz gehen kann. Ich freue mich natürlich darüber, wenn du mit diesem Orakel und auch dann mit mir in die Resonanz gehst, aber es kann nicht zu 100% von jedem, der dieses Video jetzt schaut, die Situation widerspiegeln, ja, und auch natürlich die Zukunft zeigen. Dafür gibt es einfach die Möglichkeit der individuellen Beratung. So, ich ziehe einfach mal raus. Ich ziehe in den Videos auch immer live, ich halte nichts von vorgefertigten Orakeln, weil ich habe mir das überlegt, ob ich das nicht auch mal machen soll und ob ich denn so ein Zeitraffer-Video dann davor mache, wie die Karten gezogen werden, weil ich finde es spontan einfach auch besser und es zeigt auch, dass man Karten legen kann und da damit umgehen kann und vor allen Dingen kann ich mich so auch viel besser in den Kontext der Geschichte hineinbringen. Ja, das ist ja lustig, die hatten wir jetzt schon mal beim großen Orakel, die sieben Stäbe, ja,
Also es geht immer noch darum, den siegesreichen Kampf aufzunehmen und dich durchzusetzen. Also eben auch aus der Ebbe und Flut eine neue Form von Harmonie zu gestalten. Also das finde ich jetzt, pardon, recht interessant, ja. Ja, weil es ist ja so eine tollkühne Karte, ja. Man kann mit dieser Karte wirklich über sich hinauswachsen. Also so wie ich es gelernt habe, ich habe Crowley Tarot gelernt, da sind die Bedeutungen immer ein bisschen anders zu Wade. Aber Wade hat jetzt auch keinen Mist gemacht, das muss man ja auch sagen, ne? Es ist im Licht, es ist eine tolle Regenerationskraft und eine gewisse Tollkühnheit, die dieser Karte einfach innewohnt, ja. Das ist Tapferkeit, ja. Also Crowley hat immer gesagt, die sieben Stäbe ist die Tapferkeit, ja. Das ist der heldenhafte Einsatz für sich, für andere, ja. Mut, Kämpfertum, ja. Und es ist eine Entwicklungsphase zu einem emotionalen Wachstum. Und das ist einfach schon mal richtig, richtig gehend positiv, ja. Also das muss man einfach sagen, dass das Ganze wirklich gut hier steht. Ja? Jetzt bin ich aber mal gespannt, was ich jetzt gezogen habe. So, also die der Position der Gegenwart. Oh, und das ist natürlich toll. Also Kühnheit, Tollkühnheit, Tapferkeit. Und jetzt haben wir den Narren. Ja? Und der Narr ist Neugier, Experimentierfreude, die Suche nach einer Veränderung, die positive Auflösung von Strukturen, von Zwängen. Das ist ein gewisser selbstloser Idealismus. Das sind ganz grenzenlose Fantasien. Das ist eine völlig, die Karte ist ganz vorurteilsfrei, ja. Und da hat man eine ganz staunende Offenheit, ja. Und es ist das Streben nach einer Transzendenz, ja. Also das zeigt, dass jetzt ganz spontan die Gefühle fließen werden und sich das Herz auf beiden Seiten öffnen wird. Es ist auch immer der Beginn einer Reise. Das dürft ihr auch nicht vergessen, Leute. Es ist immer der Beginn der Reise. Und wenn ich mich jetzt in ein Abenteuer tollkühn wage, dann ist es ja auch ein Beginn. Und jetzt kommt dadurch mit dem Ass der Schwerter pure Erkenntnis, Klarheit, Objektivität. Man betrachtet die Dinge auf einer anderen Ebene. Man ist geistig rege. Schöne Karte, die dabei ist, die eben dir auch die Kraft und auch die Klarheit gibt, genau hier weiterzumachen. Also hier zu wissen, was forme ich mir hier überhaupt. So, dann haben wir zwei Karten dabei, was wir nicht tun sollen, ja, und das ist ja ganz deutlich. Also deutlicher geht es ja im Grunde nicht, ja. Also das ist der Liebeskummer, das sind drei Schwerter, wir sollen also nicht in den Kummer gehen. Das können auch mal, Crowley hat mal gesagt, das sind schmerzhafte Einsichten, die drei Schwerter, ja. Es kann eine Erkenntnis sein auf der einen Seite, aber der Schatten ist eben, dass wir jemanden bedrängen, dass wir jemanden zerrütteln. Das ist eine Entfremdung, das ist eine Selbsttäuschung und das sollen wir alles nicht machen. Wir sollen uns gar nicht diesem Kummer hier überhaupt hingeben, weil es bringt einfach hinten wie vorne nichts, ja. So, jetzt haben wir dann haben wir 10 Stäbe dabei. Wir sollen auch nicht unter dieser Last zusammenbrechen, in dem Sinne. Also auch das, es passt beides gut in die Herausforderung, weil ihr gebt euch immer ganz gern dem Kummer hin und ach, alles ist so schlecht und alles ist so furchtbar und Karma ist so schlimm und ach, Dualseelenprozess ist alles scheiße und man wird ganz dogmatisch und
So kann sich natürlich eine emotionale Situation auch versteifen. Und das sollte natürlich im besten Falle nicht passieren. Deswegen liegt es in der Herausforderung drin. Das Gute an der Karte ist, ja, dass sie durchaus auch ein strukturiertes Wachstum bieten kann. Das kann man als Lichteffekt hier mitnehmen. Aber wie gesagt, erstmal ist es so, man trägt diese Last auf den Schultern und es ist der Kummer, das ist der Kummer der Liebe, es ist die Verletzung, das verletzte Herz dabei. So, das ist alles jetzt nicht unbedingt hübsch. Aber dieser Energie sollst du dich nicht hingeben. So, was passiert jetzt? Wir gehen nochmal hier. On-off ist es. Es wird eine neue Form gefunden auf eurer Begegnungsebene, die in Harmonie endet. Immer noch der Wettkampf, die Bereitschaft, der Beginn der Reise. Bleibe klar. Sicherlich kommen hier immer mal wieder noch vielleicht kleinere Enttäuschungen dazu, die du einfach haben wirst. Ja? Also. Vielleicht auch große Veränderungen und Erkenntnisse. Das birgt die Karte durchaus, nicht nur die Niedergeschlagenheit. Aber es ist natürlich auch so, ich kann ja nur was klar und deutlich formen, wenn ich drüber spreche, wenn ich mir die Ziele klar setze, ja. Und wenn ich auch nichts fordere dazu, sondern einfach das für dich definiere und nicht in diesen Trauerkloß reingehe. Also kein Mann will eine verheulte Fresse sehen. Ganz ehrlich, Leute, es ist so. Und hier ist es schlicht und ergreifend so, dass wir dann genau in diesen Wechsel hineinkommen. Zwei Münzen, das ist die Chance, das ist der Wechsel, das ist ja, das ist die Flexibilität, aber eben halt auch der Wandlung, ja. Also es ist die ganz positive Seite der Veränderung, ja, der Wechsel, der hier kommen wird. Also vielleicht ist nochmal so eine kleine Phase da. Da darfst du nicht so, darfst du dich dem auch nicht so hingeben. MPE, mega präsente Energie, über die ich immer spreche. Tue das, was du tust, zu 100% in dem Moment, mit deinem Geist, deinem Körper und du wirst es richtig machen. Das brauchen wir eigentlich alles nicht. So, das kann aber nur, dieser Wechsel kann nur kommen, wenn du dem hier nicht den Raum gibst, nicht der Verzweiflung den Raum geben. Ganz wichtig. So, jetzt schauen wir es uns mal mit Skatkarten an. Die habe ich heute wieder gefunden. Die hat, glaube ich, meine Oma mal beschriftet irgendwann. Ich habe sie nicht beschriftet. Vielleicht habe ich mit denen auch von ihr mal gelernt. Das ist auf jeden Fall nicht meine Schrift, die da drauf ist. Das kann ich schon mal sagen. Aber gut, ich habe mein erstes Buch über Skatkarten geschrieben. Vielleicht hat es ja der ein oder andere, weiß ich, hat es auch noch zu Hause. Geheimnis der Schicksalsdeutung. Und jetzt schauen wir einfach mal an. Wie gehst du mit der Situation um? Wie geht er mit der Situation um? Spiegeln wir es uns mal. Ja, also er hat hier wohl noch jemanden, also definitiv. Die Pik-Dame ist immer eine Frau, vor der man sich in Acht nehmen sollte, ja. Also Pik-Karten sind bei mir immer die Negativen. Ich weiß, bei vielen sind es die Kreuzkarten. Bei mir sind es die Pik-Karten. Das entspricht auch der Analogie des Tarots, denn Kreuz sind die Stäbe, Pik sind die Schwerter. Also so ist es von den Farben her auch zugeordnet, was sich eben dann ganz gut aufs Tarot auch übertragen lässt. So, du bist im Grunde sehr positiv. Du hast doch die ehrlichen, aufrichtigen Gefühle. Und dennoch glaubst du eigentlich schon gerade, hey, ich lasse es sein. Pik Ass umgekehrt ist immer der Tod, immer das Ende. Und das willst du ja eigentlich nicht, ne?
Also es ist jetzt, du musst wieder an diese erste Karte aus dem Tarot denken, die jetzt bereits im zweiten Orakel als erste Karte kam. Diese sieben Stäbe. Jetzt musst du tollkühn sein. Jetzt darfst du nicht den Bettel hier ins Korn werfen. Er ist beschäftigt mit Arbeit, er kommt aber relativ schnell oder in Kürze mit einer unverhofften Wendung auf dich zu. Dennoch hier. Entweder hat er noch jemand oder es kann auch eine Ex-Partnerin sein, es kann auch die Mutter sein. Es ist eine falsche Person in seinem Umfeld, die immer wieder Ärger und Verdruss bringt, aber ihn auch immer wieder zurückwirft. Ja, und hier immer wieder 9. Neun Pik und die 10 Stäbe. Das ist ähnlich hier. Nicht in diese Depression reingehen, sondern wirklich sich auf die Reise machen. Auf die Reise machen ist Kreuz 10, wirklich auf die Reise machen, was auch dieser Karte vom Narren entspricht, die ja als erste Gegenwartskarte kam. Also hier auch wieder sich auf den Weg zu machen. Ja. So, was ist die zweite Linie bei ihm? Herz Ass. Oh, sehr schön. Glücksbote mit dabei. Nochmal der Glücksbote. Also das ist natürlich wunderbar. Also hier hat er auch, er kommt, er entdeckt diese oder deckt diese Intrige, diese Person, die ihm Ärger macht, auf. Ja. Er möchte hier zu Besuch kommen. Er hat im Moment Glück und Erfolg auch wieder, was das männliche Ego ja immer wieder stärkt. Ja, also das sind so Not- und Elendskarten hier. Das muss eigentlich hier gar nicht sein, diese Linie bei dir. Also da begibst du dich immer selber rein. Wandel es zum Glück, wandel es zum Erfolg. Die Möglichkeit der großen Veränderung besteht. Und es kommen auch positive Zeichen. Tendenziell in den Abendstunden. Wir haben immer noch die neuen aufrecht stehen. So. Also, und hier ist es wirklich so, auch hier geht die Spitze nach unten. Er wird es hier beenden, was hier ist. Er wird aber auch vielleicht sein Zuhause verlassen müssen, um hier voranzukommen. Auch das ist durchaus möglich. Jetzt fällst du hier rein. Ja, und hier muss ich sagen, Gott sei Dank, Spitze nach oben ist wirklich nochmal ein bisschen positiver, aber du hast auch die Pik 8 hier bei dir liegen. Also komm ihm jetzt nicht so wehleidig rüber. Zeig Stärke, zeig Kraft. Denk hier immer dran, ein siegesreicher Kampf. Du kannst den gewinnen. Also nicht hier in diese Emotion der Herausforderung reingehen, gerade eben mit dem und dem, ne? Mit diesen beiden Karten, wo ich gesagt habe, das zeigt sich hier gerade wieder im Bild. Ne? So nimmt er dich auch wahr. Also das möchtest du doch gar nicht, dass er dich so wahrnimmt. Das soll dich doch richtig toll wahrnehmen. Er beendet hier etwas mit einer anderen Frau, wenn da noch was wäre. Hier das Treffen mit dir, das ist das Treffen. Und darüber wird gesprochen und da liegt das Glück dabei. Also da sind die Nachrichten, die Verabredungen dann auch wirklich da. Ups. Auch hier wieder die spirituelle Verbindung dabei, ja. Also ein bisschen das Abwarten, aber auch ein bisschen das Bremsen deiner eigenen Eifersucht, deiner Zweifel. Eifersucht entsteht immer nur, wenn man kein Vertrauen hat, wenn man Zweifel hat. Und da musst du einfach ein bisschen aufpassen. So, das waren jetzt mal die Skatkarten dazu. Die lege ich also nach wie vor auch sehr gerne. Seht ihr ja meistens am Telefon nicht, wenn ihr eine Beratung mit mir habt. Lustig, die habe ich heute gefunden, habe mich gerade eben noch gesagt, wo ich die raus habe, ich, oh Gott, und die, das ist ja ewig her, dass ich die gesehen habe. Die Karten habe ich mich gar nicht mehr dran erinnert, aber wie gesagt, die hat entweder meine Mutter oder meine Oma mir gemacht, aber das sind bestimmt über 30 Jahre alt. So, schauen wir uns noch das Le Normand an.
Übrigens ein schönes Glenormand-Deck auch. Ich nehme heute mal nicht mein eigenes. Ich nehme heute mal das Venetian Glenormand. Das finde ich nämlich sehr schön. Ja, das Buch. Also auch nochmal das Thema Vertrauen und auch den Glauben daran zu haben. Es lüften sich. Sense geht ins Buch. Glaube ich, war auch in einem Orakel kürzlich der Fall. Und das ist ja so logisch in der Abfolge. Die Sensenspitze geht ins Buch. Also die Sense lüftet das Geheimnis und dadurch entsteht Klarheit, die Sterne. Es wird sich fest verankern. Zwei Stabilitätskarten dabei, Anker und Haus. Also wirklich auch diese feste Vereinigung, die große spürbare Anziehungskraft durch die Lilien mit dem Glück dabei, im Ergebnis das Glück, die Treue und die Stabilität. Wir haben also drei Karten dabei, die zeigen, du kannst dich auf ihn verlassen und du kannst auch in das Vertrauen gehen, ja. Auch wenn das in der Vergangenheit wirklich ein Punkt war, der euch gestresst hat oder der euch einfach im Ganzen negativ behaftet begleitet hat, ja. Und wichtig ist, dass wir das Ergebnis positiv stehen haben, dass wir die Klarheit bekommen, dass wir sehen, es ist die Stabilität da, dass sich auch die Knoten lösen, auf die du gewartet hast. Also es wird hier irgendetwas offenbart werden. Und das finde ich schon mal richtig gut. So. Schauen wir noch, wie versprochen, in die Kipperkarten rein. Beziehungsweise ich lege die Kipperkarten auf jeden Fall noch aus. Auch nochmal mit einem 9er Bild dazu. Und das ist für meine lieben Soulmates jetzt im Soulmate-Bereich. Machen wir hier an der Legung weiter. Erstmal hier vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Ich freue mich auf ein nächstes Orakel über eure Kommentare, über eure Likes und natürlich freue ich mich auch, wenn wir uns persönlich kennenlernen am Telefon. Bis dahin, alles Liebe, seid energiereich, glücklich und mucho, mucho amor.